Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 4. August 2023. Explosion des menschlichen Bewusstseins steht bevor. Die aufgestiegenen Meister, empfangen durch Jan Johannes Kassel. Eine wahre Explosion des menschlichen Bewusstseins steht bevor. Und was heute noch völlig undenkbar ist, wird eintreffen. Das Erwachen von Menschen in einer unvorstellbaren Dimension. Explosion des menschlichen Bewusstseins steht bevor. Aus der 127. Lichtlesung. Aufschwingen zu Gott. Geliebte Menschen, ihr seid in Gottes Händen und alles geschieht nach seinem Willen. Eure Aufgabe ist es, euch für den Willen Gottes zu öffnen, mitzugehen, diesen zu erkennen und in euren Handlungen zum Ausdruck zu bringen. Jeder Mensch ist mit einmaligen Aufträgen und einzigartigen Fähigkeiten auf diese Welt gekommen, geboren, um seinen Stempel, seinen Fußabdruck, seine Signatur auf die Erde zu bringen und auf der Erde zu hinterlassen. Niemand ist zufällig hier gestrandet, niemand der Willkür fremder Mächte ausgesetzt und niemand ist ohne Sinn geboren. Vergegenwärtigt euch bitte diese Wahrheit. Menschen sind aus Gott heraus auf die Erde gestiegen und sie schwingen sich nach getaner Arbeit wieder zu Gott auf. Dieser Vorgang kann Äonen brauchen, kann unvorstellbar viel Zeit vergehen lassen und kann eine wahre Geduldsprobe darstellen. Doch dieser Vorgang ist das, was unter der Sonne Gottes alle Menschen eint. Deshalb ist es bedeutsam, dass ihr heute mit euren Talenten und Werkzeugen eure Leben lebt, dass ihr die Talente ausbreitet und eure Werkzeuge anwendet. Jeder Mensch ist einzigartig und somit trägt ein jeder Mensch Einzigartiges zum Wachstum und zur Entwicklung eines gesamten Organismus bei. Gleich wie unbedeutend und klein du dich selbst erfahren mögest, du hast einen dir innewohnenden göttlichen Wert, eine dir innewohnende göttliche Bestimmung und eine dir innewohnende Aufgabe, die dir von Gott übertragen wurde. Die Zeit, in der immer mehr Menschen zu dieser Erkenntnis geführt werden, ist heute gekommen. Immer mehr Menschen werden für diese Wahrheit geöffnet. Erwachen in unvorstellbarer Dimension. Das göttliche Licht bewirkt dies und es bewirkt, dass sich immer mehr Menschen dem Licht öffnen. Eine wahre Explosion des menschlichen Bewusstseins steht bevor. Und was heute noch völlig undenkbar ist, wird eintreffen. Das Erwachen von Menschen in einer unvorstellbaren Dimension. Das einzige Bestreben der Dunkelmächte liegt heute darin, so viele Menschen als möglich von diesem Erwachen abzuhalten. Deshalb wird alles unternommen, um die Menschen von der göttlichen Energie, vom Licht, das von der zentralen Sonne zur Erde gelangt, abzuschirmen. Die Schadstoffe, die es vom Himmel regnet, die Absicht, den Himmel zu verdunkeln oder die Atmosphäre elektromagnetisch zu beeinflussen, haben diesen einen Zweck, die Menschen vom göttlichen Licht, von der Schwingung des Lichts abzuschneiden. Dieses Vorhaben wird auf allen Linien scheitern. Denn hier haben die himmlischen Mächte des Lichts, die jenseits des Sichtbaren agieren, freie Hand, um einzugreifen und um jene, die dies bewirken wollen, auszuschalten. Es tobt ein Kampf,
nicht nur auf der Erde, sondern auch in den Reichen jenseits des Sichtbaren. So geschieht es, dass sich Himmel und Erde, Menschen und Lichtwesen Sonderzahl vereinen, um der Erde ihre ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Dieser Prozess dauert noch an, und gleichzeitig schält sich Mutter Erde aus ihrem alten Korsett heraus. Sie beginnt, alles Kranke, alle Belastungen und alles Schädliche abzuwerfen. Die nächste Zeit wird geprägt sein von Umwälzungen, von tektonischen Verschiebungen, von Vulkanaktivitäten, von Wetterphänomenen wie Hitze oder Kälte, Trockenheit oder Wassermassen an bisher unerwarteten Orten. Alles stellt sich radikal um. Die Erde wird umgebaut. Dieser äußeren Veränderungen und diese Phänomene dienen dazu, dass die Menschen innerlich aufwachen, und sie dienen dazu, dass sich die dunklen, despotischen Pläne nicht mehr umsetzen lassen. Das Zeitfenster dafür schließt sich auf dieser Welt. Eine niedrig schwingende Erde wird auf einer anderen Zeitlinie kreiert, denn die vielen Menschen, die sich ganz auf das tödliche Experiment mit den künstlichen Intelligenzen einlassen, indem sie das Menschliche aufgeben, brauchen ihren Erfahrungsraum, bis sie schließlich ihren tragischen Irrtum erkennen. Ein langer Weg der Rückbesinnung, ein Kampf über viele Leben und Generationen steht diesen Menschen bevor. Ihr aber, die ihr heute den Aufstieg und die Rückkehr in das Licht als vollbewusste Menschen gewählt und für euch bestimmt habt, ihr aber werdet wohlbehalten im Lichte ankommen. Jan Johannes Kassel. Exakt in diesem Moment fliegt ein Vogel in die Küche. Zunächst macht er es sich unter dem Esstisch gemütlich. Dann setzt er sich auf die Vorhangleiste des Küchenfensters. Als ich Anstalten mache, ihm näher zu kommen, bleibt er souverän und fürchtet sich gar nicht. Erst in Reichweite entschließt er sich, Richtung Gartentür zurück ins Grüne zu fliegen. Bedeutung: Wir schwingen uns auf. Der aufgestiegene Meister: Ihr seid die neue Menschheit. Und ihr seid die erprobten Krieger und Lichtträger, die heute ihr Meisterstück vollbringen und ihre Meisterinkarnation vollenden. So sorgt euch nicht, sondern seid voller Mut, denn der Himmel ist euer auf Erden, und Gott steht euch bei in jeder Stunde. Geliebter Mensch, du bist der Segen für die Menschheit und das Licht für Mutter Erde. In alle Ewigkeit. Die aufgestiegenen Meister. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.